Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Civ 6 Hellas. Ich bin so euer lieber Odo und wir sind gerade dabei, einen Krieg gegen die Welt zu führen. Und zumindest schaut es nicht schlecht aus, sagen wir es mal so. Ja. Also es könnte sicher besser gehen. Ich habe leider nicht wirklich viel Ahnung, was ich tue bei dem Spiel, aber wir sind gerade dabei, einige römische Städte zu erobern. Ja, sehr schön, das greifen wir uns auch an. Was ist das für einer? Das war keiner von uns. Ah, doch, 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 doch. Ich weiß schon wieder, das ist mein Handwerker. Ups, Entschuldigung. Da kann man noch was hier bauen. Ich überlege gerade, ob ich hier einfach die Gebiete da. Boah, aber das kostet 2,60. Na. Was lassen wir jetzt mal. Ah, verstehe. Du bist einmal da hier. Warte mal, Panda Brunei, sind die im Krieg mit mir? Nein, Gott sei Dank. Bin froh, dass wenigstens Deli mit mir verbündet ist. Ich hatte schon Angst. Die sollen sich da um Shanghai kümmern. Und das ist ein bisschen dämlich. Wollen wir Frieden schließen? Er bietet uns Geld an. Wie wäre es, wenn du uns nicht Pelze gibst? Ja, was soll's? Ich möchte nicht mit 13 Leuten gleichzeitig Krieg führen. Mit dir will ich sowieso nicht Krieg führen. Ach, von dir nehme ich keinen Frieden an. Du kannst mich gern haben. Vielleicht, wenn du mir die drei Städte da oben gibst. Nicht einmal da bin ich mir sicher, ob ich es machen würde. So. Ach, tschüss. Ja, verschanz dich. Plus 10 Kampfstellen beim Besetzen eines Bezirks oder einer Festung. Ja. Oh, schießen? Nein.
Gib mir den nächsten. Nächsten. Schau dir was an. Jetzt sind sie zu zweit unterwegs. Ah, das heißt, das hat natürlich auch den Vorteil, dass man hier jetzt ein so, du stellst dich aber da her, weil sonst bist du ist meine Kanone ein gefundenes Fressen für diese elenden. Nicht schlecht im Angriff von so Städten. Ausgezeichnet. Okay, er ist kurz vorm Sterben. Hätten wir doch glatt. Ah, Mykine kann noch weiter auf das Ding schießen. Platsch. Komm nur näher. Ah, die Bombarde können wir aufbrüsten. Tja, schade, das hatten wir schon. Wir brauchen Wohnraum. Ja, ja, und diese ganzen Typen haben auch Frieden mit mir. Jetzt können wir irgendeine große Persönlichkeit bauen, nämlich einen großen General. Bietet plus 5 und plus 1 für Landeinheiten des Industriezeitalters und der Moderne. Der Funktion erzeugt sofort eine Kavallerieeinheit mit einer Beförderungsstufe. Wir rekrutieren Rani Lakshmiral. Die Hingabe unserer Zivilisation für militärische An. Ich bin kein militärischer Hingabetyp. So, na ist eh klar. Da bauen wir hier. Du. Dich nicht transferieren. Wieso kann ich ihn nicht transferieren? Na so sicher nicht, bist du wahnsinnig. Geh mal daher. Okay, nächstes. Okay. Huch, was ist das? Barbaren-Landritter. Wieso sind da jetzt Barbaren? Könnte es sein, dass er Aufstände hat bei sich im Reich? Fetching. Greift die Pikeniere an.
gab halt irgendwelche Aufstände im Reich. So, Argos. Wir könnten wieder zu der Wahnsinnigen gehen. Machen wir doch glatt. So, da gibt's noch ein Gebiet. Ah, verdammt. Diese Barbaren haben sich auf mein Land ausgebreitet. Was soll das? Geht's ihnen noch gut? Ja, das wird dann nur gewesen sein mit Aquileia. Sollen wir uns Aquileia behalten? Das ist eine gute Frage. Was hat Aquileia? Eis und Schnee. Und den falschen Glauben. Immerhin noch ein Monument. Es existiert kein Handelsposten, es wurde noch eine Runde gebaut. Gebiete wurden zerstört durch den Angriff. Naja, dann zahlt sich eigentlich fast nicht aus. Für die Vernichtung einer Stadt kann ein erheblicher Kriegstreiber Malus anfallen. Aktueller Kriegsang, wenn ihr diese Stadt behaltet, leicht. Das heißt, egal was ich tue, es ist schlecht für den Kriegstreiber Malus oder wie? Der Malus wird am Ende des Krieges entweder erstattet oder verdoppelt, je nachdem, ob er die Stadt behaltet oder nicht. Weiß ich nicht. Die Stadt ist auf jeden Fall hinüber. So, warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Es gibt da oben nichts, was in irgendeiner Weise Sinn machen würde. Diese Stadt. So, was machen wir als nächstes? Ravenna. Muss ich mal ein bisschen das Lager näher? Das gibt's aber nicht. Oder Lugdunum, immerhin schießen wir schon drauf. Hm.
So. General. So, sie. Sie ist so der Vater. Ja, machen wir als nächstes Lugdunum. Oh, mir fällt gerade auf, Lugdunum können wir gar nicht als nächstes machen. Da ist ja Aretium noch im Weg. Na gut, da könnten wir übers Wasser gehen. Wenn wir da die Kanone herstellen zum Beispiel. Dann können wir übers Wasser schießen. Klingt eigentlich gar nicht einmal so blöd. Gut, erst weiter. Finde ich gut. Noch eine große Person, und zwar noch ein großer Schriftsteller rekrutieren. Ah, blödsinnige Barbaren. Wir brauchen Bezirke für Schriftstellerplätze. Hm. Das kommt zu teuer. Könnten wir noch einen Pikinier bauen. Diese berittenen Wahnsinnigen, die da rumreiten. Geht das nicht? Geht wahrscheinlich nicht, weil wir im Krieg sind. Kann das sein? Argos baut noch einen Händler. Sind große Händlerbauer. Nicht genügend Wohnraum, nicht genügend Annehmlichkeiten. Was? Minus 6? Oh Gott. Gut, wir bauen doch nicht sowas. Wir bauen eine Arena. Macht Annehmlichkeiten, oder? Huch, ich sehe gerade, ich könnte ja schon lange wieder... Glaubenstypen kaufen. Bist du ja? Rom wird zerstört von irgendwelchen Bahn.
Könnten wir bitte aufhören, da in meiner Gegend rumzurennen? Bitte, bitte in Rom bleiben. Elende Barbaren, ihr. Stärker gegen Nahkampf anhalten. Ja, wir brauchen mehr Wohnraum, ich weiß. Nein. Blöde Papa. Ich Moores leeren. Nicht. Gut, noch eine große Persönlichkeit. Diesmal ein großer Künstler. Ein berühmter Künstler ist von unserer Zivil... Ist okay. Michelangelo. Was kann der? Ach Mist. Können wir bitte diesen... Ach Gott. Gott, Mist. Mit dem mal da hergehen. Wir warten. Gut, wir haben gesagt, wir können mit Glaubenssachen kaufen. Momentan können keine Objekte mit Glauben gekauft werden. Echt jetzt? Wieso nicht? Wir haben doch da einen Glaubensbezirk. Wieso kann ich keine Missionare kaufen? Gibt's dafür einen Grund? Na okay, was weiß ich. Irgendeinen Grund wird's schon geben. Vielleicht weil ich so unzufrieden bin. Ein Handelszentrum in Washington gebaut.
Au, hört sie auf mich zu schießen. Weißt du was? Du könntest uns Bordeaux geben. Er würde das sogar tun. Willst du uns noch eine Stadt geben? Paris zum Beispiel? Nö. Paris will uns nicht geben. Ah, wahrscheinlich, weil es eine Hauptstadt ist. Okay. Wir dann nicht mehr machen. Oh, eh klar, dass er das macht. Verdammt, ich bin ein Idiot. Diese Erde ist ein Geschenk und es ist wichtig, dass wir sie schützen. Ich schlage vor, dass wir einen Nationalpark bauen. Okay. Wasser und Luft, die beiden essentiellen Dinge des Lebens, sind zum Mülleimer der Welt geworden. Hm. Wem sagst du das? So. Das haben wir raus. Das haben wir raus. Wir haben zwar noch einen Krieg gegen den Peter, aber der ist ja wohl eher lächerlich. So, wir machen wieder plus 25% Gold in Städten, die nicht auf dem Kontinent. Oh, plus 100% Kultur durch Gebäude im Theater, viel Platz, Bezirk. Bessere Produktion für solche Sachen. Plus 30% Produktion für Handwerker. Eine strategische Ressource ermöglicht euch Produktion und Kauf von Einheiten, die sie benötigen. Nein, nein. Annehmlichkeiten, wir brauchen Annehmlichkeiten. Und wir brauchen Wohnraum. Wo ist Wohnraum? Ah, drei Spezialbezirke habe ich, glaube ich, nirgends. Das heißt, das bringt gar nichts. General haben wir jetzt auch mittlerweile. Machen wir noch einen Wissenschaftler statt dem großen General. Machen wir plus 100% Wissenschaft, einfach deshalb, weil ich glaube, wissenschaftlich bin ich einfach schwächer als mit der Kultur. Nein, da steht eben das. Boah, Nocturnum wäre besser gewesen. Verdammt. Ich hätte offene Grenzen verlangen sollen. Was hältst du von offenen Grenzen? Ist okay, machen wir. Und
Tschüssi. So, wie ist das mit Bordeaux? Was haben die Stadt schon? Das ist eine eher starke Stadt, die wir uns da genommen haben. Wir haben einen Campus, wir haben Heiligenstädten, wir haben einen geplünderten Hafen und ein geplündertes Industriegebiet. Eigentlich ist alles geplündert. Oh Gott. Rathusa will, dass wir ein Heureka für die Elektrizität auslösen. Ah, neue Heurekas. Die Straßen sind besser geworden. Wohnraum, Wohnraum, Wohnraum. Annehmlichkeit. Achso, nein. Bevölkerungsschrumpfen, Annehmlichkeit, der Mangel an Annehmlichkeit in Bordeaux hat das Volk zu den Waffen gegen uns zu erheben. Es sind vier feindlich gesinnte Einheiten erschienen. Oh je. Könntest du bitte auf den schießen? Ich muss das reparieren. Oder kann man das nur reparieren mit bauen? Immerhin ist das ein Dings, Außenverteidigungsreparatur. Oh nein, wir sind noch immer im Krieg. Okay, da kann zwei Skulpturen machen und die Sixtinische Kapelle. Warte mal. Ich muss da hier bauen. Ach, versuchen wir es mal, ist ja wurscht. Das soll schon schief gehen. Zwei Gebäude geplündert. War super. Blöde Barbaren. So, Stadtstaatenquest abgeschlossen. Und wir haben einen Gesandten gekriegt. Finde ich gut. Sehr gut. Mhm. Tarian hat mit mir und meinen Stadtstaaten Frieden gemacht. Kleopatra hat ein Weltwunder gebaut. So. Handelsweg nach Hongkong. Das sollte machbar sein. Ein Heureka für Stahl. Eingebung für den Klassenkampf. Eine Panzerabwehr soll man bauen. Einen großen Ingenieur rekrutieren. Schon wieder. Stadtstaat Zanzibar hat euch einen rekrutiert, einen großen Musiker. Naja, okay. So, Stadt behalten. Warte mal, wir könnten Frankreich wieder gründen. Na, die Stadt behalten uns auf jeden Fall. Das ist eine große Stadt. Wir brauchen Annehmlichkeiten in dieser Stadt. Schauen wir mal, ob wir das nicht machen könnten.
Na, gar nichts können wir machen, solange diese Dings da stehen. Oh, eine Wassermühle. Dann produzieren wir wenigstens schneller. Mhm. Einheiten. Ausgezeichnet. So, nein, die reparieren da gar nichts. So, wenn ich jetzt Quellen beschaffen mache, schauen wir mal, ob nachher das nicht 50%, sondern höher ist. Oh Gott, das sind ja Kavallerien. Bist du irre? Die Barbaren machen mir mehr zu schaffen ist der Krieg. Gut, da gibt es noch so viel Platz zum Besiedeln auf der Welt. Mhm. Yay. Wir haben gerade einen Handwerker gekriegt. Das ist ja lustig. Das ist ja lustig. Am Anfang des Spiels wird das super. Ich meine, es ist jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Campus reparieren. Wir brauchen noch eine Stadtmauer. Machen wir mal die Reformkirche. So, machen wir einen Unterhaltungskomplex. Und zwar daher. Ah, nein, Mist, es ist ja schon nur lange. Wir werden für Schluss machen für heute, Herrschaften. Ich wünsche euch einen schönen Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis dann.